Hallo Menschen, ich las vor kurzem zusammen mit Sophie God Help the Child von Toni Morrison und wir dachten uns, dass es ganz passend wäre, die Rezension dazu am 5.8. hochzuladen, weil das Toni Morrisons Todestag ist. Ich glaube, bei Sophie wird das jetzt eher nichts und ich möchte das Ganze kombinieren mit zwei anderen Büchern, die ich auch letzten Monat las und euch das Ganze aber chronologisch vorstellen, also sowohl vom Erscheinungsdatum her als auch vom Inhalt, der in den Büchern dann wiedergegeben wird. Deswegen ist das erste Buch, worüber wir heute sprechen, The Street oder Die Straße von Anne Petrie oder Petrie, ich bin mir leider nicht ganz sicher. Das Ganze ist 1946 erschienen und damit wird es für mich zu einem Klassiker einer schwarzen Frau, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Ich habe das Buch jetzt erst mitbekommen, als es, ich weiß gar nicht, ob es eine Neuübersetzung im Deutschen ist oder überhaupt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Und auch im englischsprachigen Bereich habe ich jetzt bei einer Booktuberin davon gehört, aber vorher noch nie etwas. Es spielt 1944 in Harlem und unsere Protagonistin ist die schwarze Frau Lutie Johnson. Sie hat einen 8-jährigen Sohn und war prinzipiell auch verheiratet, allerdings in einer Zeit, in der viele schwarze Männer tatsächlich keine Anstellung bekommen. Hat sicherlich auch ganz viel mit Vorurteilen zu tun, so nach dem Motto, der schwarze Mann wirkt immer bedrohlicher als eine schwarze Frau, die man im Haushalt anstellt. Und deswegen nimmt Lutie Johnson halt Arbeit im Haus einer weißen Familie an, ebenso als ja, Haushaltshilfe. Und ist deswegen von ihrer eigenen meistens getrennt. Sie führt quasi auch eine Fernbeziehung mit ihrem Mann und kümmert sich eben um fremde Kinder, während ihr eigenes daheim ist und auch der eigene Mann quasi untätig und gelangweilt, so ein bisschen herumlümmelt, kein Ziel hat, wie so viele andere eben auch. Tatsächlich verlässt sie dann gemeinsam mit ihrem Sohn diesen Mann, nachdem sie mitbekommt, dass er sie betrügt. Dazu ein Zitat, was erst mit den Worten von einer anderen Frau, einer Mrs. Piccini, losgeht. Nicht so gut, wenn die Frau arbeitet, wenn sie jung ist. Nicht so gut für den Mann. Sie hatte recht gehabt. Hier an der Straße schleppten sich schwer bepackte, überarbeitete Frauen dahin, vernachlässigten ihr eigenes Heim, während sie für andere den Haushalt besorgten. Die Männer hingegen hatten die Hände frei und schlenderten herausgeputzt und sorglos über die Straßen. Oder lümmelten an den Hauswänden, Hände in der Hosentasche, begafften die Frauen, die vorbeikamen und überlegten wahrscheinlich, mit welcher sie die eigene Frau, die den ganzen Tag schuftete, demnächst ersetzen würden. Und aufgrund mangelndes Geldes bleiben ihr aber eben nur bestimmte Gegenden übrig, in denen sie überhaupt eine Wohnung finden kann. Und sie zieht letztlich in eine Straße, die sie eigentlich auch nicht als geeignete Umgebung empfindet, um dort ihren Sohn groß werden zu lassen. Es geht eben auch mit so herumlümmelten Männergruppen los, auch der Hauswirt oder Hausmeister des Hauses, in das sie dann zieht, der kommt ihr extrem unangenehm vor, womit sie auch gar nicht so falsch liegt, weil wir dann auch seine Perspektive nochmal mitkriegen. Im ersten Stock hat zum Beispiel eine Frau ein, nennt man das dann auch, Bordell, also zumindest können quasi Frauen, Mädchen mit einem Mann für sexuelle Dienstleistungen in einem ihrer Zimmer dort verschwinden. Und die Wohnung, in die sie dann zieht, ist natürlich auch eine absolute Bruchbude. Es ist dunkel dort, eng, bedrückend. Der Ausblick geht hinaus auf einen vermüllten Innenhof, in dem quasi Hunde im Müll rumwühlen. Und dazu auch nochmal ein Zitat. Straßen wie die, in der sie lebte, waren kein Versehen. Sie waren sozusagen die Lynchmobs des Nordens, dachte sie bitter. Auf diese Weise hielten Großstädte die Schwarzen gefügig. Seit ihrer Geburt wurde sie mehr und mehr in die Enge getrieben, bis sie fast ganz eingemauert war. Und diese Mauer hatten Stein für Stein eifrige weiße Hände errichtet. Und sie gerät dann halt schon so ein bisschen in diese Abwärtsspirale. Also sie weiß nicht, wie sie genug Geld verdienen soll, um ihren Sohn da wegzukriegen. Versucht es aber und arbeitet und arbeitet und arbeitet deswegen, was natürlich wiederum dazu führt, dass sie ihren Sohn vernachlässigt oder zumindest nicht da ist, wenn er halt zum Beispiel von der Schule kommt. Was wiederum dazu führt, dass er noch mehr Zeit auf dieser Straße verbringt, von der sie ihn ja eigentlich wegbringen möchte. Das heißt, es geht hier natürlich um den ganzen Batzen Armut, es geht auch immer mal wieder um Gewalt, um Rassismus und auch natürlich Sexismus, auch quasi innerhalb der schwarzen Community. Es gibt immer mal wieder so kleine Hoffnungsschimmer oder Möglichkeiten, aber irgendetwas grätscht immer wieder rein und irgendwie dreht es sich immer wieder um Geld oder Hautfarbe und dann eben um die Rückschläge, die sie erleidet. Und ich will jetzt nicht so viel vom Ende verraten, aber ich will zumindest darauf hinaus, dass es insgesamt einfach so von der Stimmung her nicht gerade die hoffnungsvollste Lektüre ist. Also es ist quasi jetzt ein bisschen das Gegenteil von Afrofuturism, wenn man es so ausdrücken will. Das heißt, falls ihr eher eine die Dinge neu denkende, eine inspirierende Geschichte wollt, dann ist das hier vermutlich eher nicht. Also zum Beispiel hat man ja auch schon wieder den Stereotyp des abwesenden schwarzen Vaters mit drin. Das müsst ihr halt wissen, ob ihr das irgendwie jetzt schon 100 Mal gelesen habt.
Ich habe davon gehört, dass das irgendwie immer wieder vorkommt, aber ich glaube, ich selber habe es gar nicht so viel gelesen. Und insgesamt mochte ich dieses Buch. Ich habe es halt vielleicht auch eher so ein bisschen als eine Zeit oder vielleicht eben auch für diese spezielle Region so ein bisschen eine Milieustudie gelesen. Was mir vielleicht nicht ganz so gut gefiel, ist, dass es manchmal etwas zu direkt ist. Auch da mal ein Beispielzitat. Hier steht dann halt sowas direkt dort wie: Und es war auch nicht nur diese Stadt schlecht, sondern jede Stadt, wo es diese Trennung gab und die Leute sagten, Schwarze hierhin, Weiße dorthin und wo die Schwarzen so zusammengezwängt wurden, auf engstem Raum gepackt und gedrückt, bis ihnen alles Licht und alle Luft genommen war. Das, finde ich, kriegt man auch so gut genug aus der Geschichte mit. Man muss es mir nicht nochmal so ausformulieren, aber sicherlich Geschmackssache. Ich würde allerdings sagen, dass es quasi insgesamt literarisch jetzt nicht unglaubliche Neuerungen bringt oder sich ganz besondere, auffällige Sprache verweist. Es ist solide geschrieben und das meine ich jetzt auch gerade nicht total negativ. Ich meine es einfach nur als ein, man kann sich jetzt nicht in der Sprache großartig verlieren. Es wird eben ganz klassisch wie so eine normale Geschichte erzählt, keine Besonderheiten jetzt irgendwie im Aufbau oder so, aber ja, ist ja auch okay. Und vielleicht ist es in Mühe zu wiederholend, also gerade so im ersten Drittel oder auch bis zur Hälfte. Da kam schon sehr, sehr oft sowas wie, oh je, diese Straße, hier kann ich mein Kind nicht aufwachsen lassen, oh je, diese Straße, ich muss den hier wegbringen, oh je, diese Straße, immer wieder. Allerdings, was ich wiederum positiv meine, sorgt natürlich auch das und eben auch so die Beispiele, die sie bringt, das, was sie so beobachtet, dafür, dass man das beim Lesen ebenfalls als sehr, sehr bedrückend empfindet, selbst wenn man zum Beispiel ganz anders aufgewachsen ist. Man kann das schon ganz gut nachvollziehen, dass es irgendwie, dass es immer wieder ums Geld geht und man versteht, warum das so einen großen Raum in ihrem Kopf einnimmt. Es geht nicht einfach nur darum, dass sie sagt, oh, ich will reich werden und ich will mir hier, keine Ahnung, teure Autos oder was kaufen, sondern es geht ums blanke Überleben und um ihren Sohn und dass sie ihm etwas Besseres bieten will und dass es deswegen quasi immer wieder in ihrem Kopf um dieses Thema geht. Zum Beispiel nimmt sie sich auch einmal vor, diese Sorgen, die sie so hat, eben nicht so stark auf ihren Sohn zu übertragen oder ihn das spüren zu lassen, aber bei allen Begründungen, die sie ihm für irgendetwas gibt, spielt halt doch wieder Geld eine Rolle. Also zum Beispiel sagt sie dann halt auch immer mal sowas wie, du kannst nachts das Licht nicht anlassen, weil das zu teuer ist. Oder ich muss jetzt nochmal weg, ich muss dich allein lassen, weil ich Geld verdienen muss. Und auch dazu nochmal ein Zitat. Alles ging im Kreis herum. Sie konnte sich endlos drehen und landete doch immer wieder am selben Punkt. Denn wenn man schwarz war und in New York lebte und eben nur so und so viel Miete zahlen konnte, tja, dann blieb einem nur eine Bruchbude wie diese. Und während du auf der Arbeit warst, um die Miete für das Drecksloch zusammenzubringen, na, da sorgte die Straße für deinen Jungen. Mehr noch, die Straße wurde ihm Mutter und Vater und zog ihn für dich auf. Und sie war ein schlechter Vater und eine böse Mutter. Und du selbst, tja, du hast es der Straße noch leichter gemacht, indem du deinen Jungen dauernd mit dem Geld in den Ohren lagst. Und die Geschichte folgt aber nicht nur Luti, sondern in manchen Kapiteln eben auch so ein paar Bewohnern aus dem Haus, wenn auch oft in Bezug auf Luti, aber so bekommt man nochmal so ein bisschen ein umfassenderes Bild eben einfach von der Gegend, von der Gesellschaft dort. Was ich auch mochte, und das wurde im Nachwort auch nochmal erwähnt, das Ganze spielt ja in Harlem. Es ist aber eben nicht so in diesem Künstlerbereich angesiedelt. Ne? Es gab ja vorher quasi die Harlem Renaissance und auch das New Negro Movement. Aber hier ist es wirklich keine romantisierte Version von Harlem vielleicht. Also es zeigt quasi nochmal Diskriminierungserfahrungen innerhalb einer diskriminierten Gruppe. Also welche Nachteile einfach quasi nochmal so als eine arme, alleinerziehende schwarze Frau dazukommen. Und insofern lautet mein Fazit, ja, okay, es hat mich vielleicht jetzt sprachlich irgendwie nicht hundertprozentig überzeugt. Ich las es aber extrem gerne einfach auch nochmal so für diesen Blickwinkel, weil ich glaube, ich habe noch gar nichts von einer schwarzen Frau aus den 40ern gelesen. Mir fallen auch nicht viele andere Bücher ein, oder zumindest kenne ich nicht viele, die jetzt irgendwie großartig bekannt geworden sind. Und es gefiel mir sehr gut, wie dieses irgendwie hinter allem lauernde Gefühl der Enge rübergebracht wurde, eben nicht nur in dieser Wohnung, sondern dass sie das Gefühl hat, dass das auch irgendwie so auf ihr ganzes Leben drückt und wie gut das vermittelt wurde, dass das quasi dann Einfluss auf alle Bereiche eines Daseins hat, also dass wirtschaftliche und soziale Begebenheiten quasi nicht wegzureden sind und dass der amerikanische Traum nicht immer aus dem Nichts wirklich sich so erfüllen kann. Genau, dafür von mir also schon eine Empfehlung. Und damit kommen wir dann jetzt auch zu God Help the Child. Ich fand dieses Buch gut, aber nicht sehr gut und ich habe gedacht, ich würde es etwas mehr mögen. Das Ganze beginnt mit Sweetness, die ein Kind gebärt, ein Mädchen, was
tiefschwarz ist, so wird es ausgedrückt, und sie selbst empfindet vor diesem Baby regelrecht Grauen. Sie kann sich überhaupt nicht erklären, wie das quasi in ihr entstehen konnte. Sie fasst ihr Kind nicht gerne an und vernachlässigt es dementsprechend auch. Dann springen wir im Buch aber auch total schnell zu der Zeit, in der das Kind, was sich inzwischen Bright nennt, erwachsen ist und eine erfolgreiche, wie nennt man das, also so High-End-Kosmetik-Herstellerin ist. Und gerade in diesem ersten Kapitel, wo wir sie dann kennenlernen, von ihrem mehr oder weniger Freund verlassen wird mit den Worten: Du bist nicht die Frau, die ich wollte. Und dann gibt es noch so ein zweites Thema. Eine Frau, die vor Jahren eben des Kindesmissbrauchs angeklagt wurde, wird entlassen und Bright besucht sie, will ihr Geld und Make-up geben, und wir wissen anfangs wirklich gar nicht, warum oder wie das alles so ein bisschen zusammenhängt. So, warum gefiel es mir jetzt also nicht ganz so sehr? Ich finde erstens, dass manche Entwicklungen viel zu schnell gehen. Das kann ich euch jetzt schlecht wiedergeben, ohne zu spoilern, aber ihr seht ja, es ist gerade mal so 200 kleine Reklamseitchen lang. Und da könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, dass manches sehr, sehr schnell geht. Also ich finde wirklich, Leute denken extrem schnell um, sie überdenken lebenslange Bindungen und wechseln plötzlich ihre Meinungen, lernen dazu, was ja an sich ganz sympathisch ist, aber ohne, dass man das beim Lesen teilweise nachvollziehen kann, weil es ist wirklich so, sie werden mit einer Sache konfrontiert und sagt, ah, okay, na gut, nee, dann mache ich das mal anders, oder vielleicht ist es ja doch nicht so, wie ich jetzt seit 30 Jahren geglaubt habe, und das entwickelt sich total schnell. Durch diese schnelle Entwicklungen bleiben die Charaktere auch oft sehr, sehr schablonenhaft. Es gibt zum Beispiel so eine Freundin-Figur, so ein bisschen eine schwierige Freundschaft, die dann auch etwas tut. Und ich saß wirklich einfach nur dort, so, warum? Warum macht sie das gerade? Ist sie neidisch? Will sie sich oder anderen gerade irgendetwas beweisen? Will sie sich bestätigen? Was ist das für ein Mensch? Also wir lernen sie nicht gut genug kennen, um solche Dinge nachvollziehen zu können. Außerdem gibt es in diesem Buch einen Aspekt des magischen Realismus, den ich nicht schlimm finde, aber vielleicht auch nicht wirklich notwendig. Das Ganze soll, denke ich, nochmal so ein bisschen Brights gedankliche Reise bzw. Auseinandersetzungen mit Entscheidungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht hat, spiegeln. Ne? Also zumindest es geschieht etwas, was man damit gleichsetzen kann, denke ich. Das war jetzt für mich halt, wie gesagt, nicht nötig, um das nachvollziehen zu können. Also dass sich da nochmal so ein bisschen was magisch verändert, hätte ich nicht gebraucht, weil ich finde, das wird auch schon durch die Gedanken, die Handlungen, die Dialoge gut genug deutlich. Also es ist einfach Geschmackssache, wenn die Autorin halt magischen Realismus schreiben will, okay, aber ja, das sind natürlich Elemente, die extrem rausfallen, und dann fragt man sich, warum. Und dann kam ich halt zu der Deutung, okay, das soll bestimmt das und das verdeutlichen, aber braucht man das? Ja, meiner Meinung nach nicht ganz so sehr. Und da bin ich mir zugegeben nicht ganz sicher, ob ich vielleicht etwas falsch verstanden habe, aber ich finde, es ist ein bisschen ein komischer Zeitpunkt, da diese Veränderungen geschehen. Auch hier kann ich das schwierig verdeutlichen, ohne zu spoilern, aber der Beginn und das Ende dessen ist immer so ein bisschen in Verbindung mit diesem Mann, mit diesem Freund, der sie sitzen gelassen hat. Also es wirkt manchmal so ein bisschen, als wäre ihre Identität als erwachsene Frau von ihm abhängig, oder beziehungsweise als könne sie nur Frieden mit sich schließen, wenn er ihre Vergangenheit akzeptiert. Und ich glaube, es wäre mir lieber gewesen, wenn sie das so ein bisschen mit sich ausmacht, aber ja, sicher ist das auch Geschmackssache. Die Grundthemen des Buches sprechen mich extrem an. Ne? Wir haben das große Thema Schuld, wir haben Traumaerfahrung, auch nicht nur bei Bright, das kommt bei vielen vor. Es geht natürlich um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, um Colorism, um verinnerlichten Rassismus, und es geht immer wieder um Kindesmissbrauch, tatsächlich in einer Stärke oder Menge, wie ich das vorher gar nicht erwartet hatte, weil das auch hinten drauf eigentlich nicht wirklich steht. Ich dachte, da ginge es eher um Bright und ihre Mutter und dieses schwierige Verhältnis, was halt dann nochmal ein bisschen so mit der Hautfarbe zu tun hat. Aber im Endeffekt, würde ich sagen, standen andere Themen sogar viel mehr im Zentrum. Aber auch hier würde ich sagen, ein paar mehr Seiten hätten dem Buch sehr, sehr gut getan. Da uns die Charaktere halt doch irgendwie relativ fernbleiben, fragt man sich halt dann die ganze Zeit, wie war das denn jetzt genau für die? Hat das die irgendwie schon ihr ganzes Leben lang beschäftigt? Und wenn ja, warum steht das nicht so wirklich im Buch? Also ich finde, vieles wird nur angerissen. Und im Endeffekt kamen Sophie und ich so ein bisschen zur selben Interpretation. Da will ich euch jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, also auch wie das Ganze endet oder so. Aber es geht immer so ein bisschen um Unschuld von Kindern in unserer Gesellschaft. Oder eben auch nicht, deswegen sage ich Unschuld, also das Un quasi in Klammern. Also quasi auch so ein bisschen die Überlegung, wie viel diese Gesellschaft verderben kann. Ja, und ich glaube, mehr kann ich nicht sagen, ohne dass ich jetzt zu viel verrate.
wie ich einfach ausgedrückt, ich würde sagen, es ist ein gutes Buch, in dem aber ein sehr gutes drinsteckt, was vielleicht durch noch ein bisschen mehr Ausarbeitung einfach ein bisschen in voller und tiefer hätte werden können. Und das ist eine Kritik, die ich total selten bringe, weil ich ein großer Freund von kurzen Büchern bin und eher kritisiere, wenn Autoren das so ein bisschen künstlich in die Länge treiben. Aber hier würde ich sagen, ein bisschen mehr hätte dem Ganzen gut getan. Und als drittes möchte ich euch dann noch Friday Black vorstellen. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung, die manchmal fantastisch, manchmal dystopisch angehaucht ist, relativ häufig aber sehr bedrohlich einfach wirkt und so ein bisschen das Leben als Schwarzer und die Konsumgesellschaft ins Zentrum stellt. Diese Geschichten lassen sich einerseits auch einfach mal so unterhaltsam lesen, aber sie ermöglichen natürlich auch recht eindeutige Kritik und Bezüge auf unsere heutige Zeit. Ellen hat in ihrer Rezension, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, die ich aber jetzt im Nachhinein mir nochmal angeguckt hatte, den Vergleich zu Black Mirror gebracht. Und ich finde, das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Da gibt es ja auch einige Folgen, die sind eher, also sehr nah an unserer heutigen Gesellschaft, nur vielleicht so ein bisschen anders. Und welche, die dann wirklich schon sehr, sehr weit weg ist, sind zukünftig, dystopisch oder was auch immer. Und so ähnlich ist diese Kurzgeschichtensammlung auch. Wie meistens in solchen Sammlungen habe ich jetzt zwar nicht alle geliebt, ich fand es aber insgesamt eine sehr eindrucksvolle und sehr starke Sammlung. Zum Beispiel das Ende von Geschichte 1, für diejenigen, die es vielleicht schon gelesen haben, das fand ich top. Das ist eine Geschichte, in der jemand quasi die ganze Zeit seine Blackness, seine Schwarzheit auf einer Skala einordnet und die quasi zum Beispiel in der Stimme auch so runterstellen kann. Oder je nachdem, ob er dann, wenn er dann so Baggy-Klamotten anzieht, dann geht die Blackness halt quasi hoch und er merkt, wie Leute ihm anders begegnen. Und das wird nochmal verbunden mit dem Mord eines Mannes an einer Gruppe Kinder, von denen er sich angeblich bedroht gefühlt hat. Und wie das halt sich in dem Leben des einen Mannes spiegelt. Und die letzte Zeile, die fand ich richtig, richtig gut. Und es gibt halt eine andere, in der diese Black Friday Sales in den USA noch ein bisschen verschärft werden im Vergleich zu heutzutage. Und prinzipiell wirkt es ein bisschen so, als wäre der Protagonist dann so Zombie-Horden ab. Und wer schon mal diese ganz krassen Videos aus diesen Einkaufspassagen gesehen hat, merkt, dass es ja vielleicht gar nicht so weit entfernt ist von der Realität. Dass es manchmal wirklich fast so wirkt, als würden da Leute halt total versessen auf irgendeine Sache zurennen. Dann gibt es auch eine Geschichte, in der Menschen in einer vermutlich ewigen Zeitschleife gefangen sind. Nicht nur ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahre, Millionen. Und was das mit der Moral und mit den Emotionen von Menschen macht, das war auch total interessant, weil ihr Handeln halt, also vermutlich, nehmen sie an, keine Folgen hat. Es gibt nach jedem Tag eine Art Reset und das ist für mich eine extrem trostlose, aber natürlich auch interessante Überlegung. Dann gibt es auch noch eine andere Geschichte, in der werden Schwarze zwar so in Schutzanzüge gepackt, aber dann kommen aber eben Weiße in eine Art Simulation, um quasi so ein bisschen nachspielen zu können, dass eben so der böse Schwarze ihre Straße, ihr Viertel oder was auch immer betritt und dass sie ihn erschießen dürfen, weil er eben so verdächtig aussieht. Und dieser Simulation könnte das eben legal machen, ja natürlich eben auch ohne Folgen. Und die Grundidee dahinter war angeblich von den Entwicklern, dass das Rassismus eindämmen würde, weil die Weißen dann halt in der Simulation etwas ausleben dürfen, also so ein Bedürfnis, was sie haben, ohne dass sie es dann eben in echt machen würden, also dass diese Mordfantasien sich dadurch so ein bisschen abflachen würden. Und dann gibt es aber eben Diskussionen darum, weil diese Simulationen jetzt auch für Kinder geöffnet werden sollen. Das heißt, ihr hört schon ein bisschen raus, das sind oft brutale Geschichten, aber mit weitreichenden Themen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass hier Gewalt irgendwie nur um der Gewalt willen in den Geschichten vorkommt, dass ja irgendwie einfach nur aus Spaß gesplattert wird oder irgendjemand zerstückelt wird, sondern es ist immer Gewalt, die uns eigentlich etwas über unsere Gesellschaft sagt. Und durch so einen gewissen schwarzen Humor ist es dann halt wirklich eine ganz gute Mischung aus witzig, aber oft auch traurig. Also es schrammelt halt wirklich so von einem zum nächsten. Und ich würde wirklich sagen, über die meisten Geschichten kann man noch ein ganzes Stück nachdenken. Also das ermöglichen dystopische Geschichten ja meist, aber dadurch, dass wir hier eine Kurzgeschichtensammlung haben, also so viele verschiedene Ideen reinkommen, fand ich das sehr, sehr vielseitig. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was von diesem Autor noch kommt, weil da ein paar tolle Ideen drin stecken und ich war sehr, sehr angetan davon. Das heißt,
Leider hat mir in dem Video, was ja eigentlich so ein bisschen an Toni Morrisons Todestag zu ihren Ehren hochgeladen werden sollte, ihr Buch am wenigsten gefallen. Auch das ist kein schlechtes Buch, aber die anderen beiden fand ich doch nochmal besser. Ihr könnt mir sehr gerne eure Meinung da lassen, falls ihr eins der drei Bücher schon gelesen habt. Toni Morrison steht weiterhin noch auf meiner Leseliste. Zwei Bücher? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Von ihr mochte ich bereits und ich habe von so vielen so viel Gutes gehört und finde sie auch inhaltlich ansprechend, dass ich auf jeden Fall noch mit ihr weitermachen werde. Aber ja, God Help the Child fand ich eher okay als brillant. Genau, also lasst mir gerne eure Meinung da. Ansonsten danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.